Sodle! Ja, lasst mal über Motorräder reden. Ja, gibt es das perfekte Motorrad? Ich glaube, die Frage lässt sich relativ einfach beantworten mit Nein. Irgendwo hat jedes Motorrad irgendwie einen Kompromiss oder nicht. Aber ich versuche mal ein bisschen zu erklären und zu sagen, was für mich ein gutes Motorrad ausmacht, um die Eckdaten mal zu verstehen. Ich bin über 1,90 Meter groß und habe dann dementsprechend auch die entsprechende Beinlänge, Körperlänge, Gewicht um die 100 Kilo. Also eher normal, würde ich sagen. Und ja, wie gesagt, ich fahre jetzt schon was länger Motorrad und angefangen hat alles mit einer Aprilia Shiver 750 GT bei mir. Die habe ich quasi blind gekauft, als ich noch den Führerschein gemacht habe und in den letzten Fahrstunden war. Habe gelernt auf einer Suzuki Gladius. Ich glaube, das war ja das Fahrschulmotorrad schlechthin. Und ja, bin mit der Shiver groß geworden und habe erstmal so ja, das Motorradfahren quasi von der Pike auf gelernt. Und ich glaube, das hat mir ganz gut getan, weil der Motor ist ein V2 und er war etwas speziell, sagen wir es mal so. Also man musste schon ihn bei Laune halten und wissen, wie man quasi dann oder aneignen, wie man mit so einem V2 fährt, der so ein bisschen ruckelt, ruppiger ist, jetzt nicht so den wunderschönen, schönsten Lauf untenrum hat. Aber dafür hat das Motorrad im Nachhinein, wenn ich zurückdenke, so viele gute Sachen gehabt und ich glaube, das ist wirklich mit eins der unterschätzten Motorräder einfach, weil das Fahrwerk, das war Bombe. Die Gutmütigkeit, die das Motorrad an den Tag gelegt hat, war auch allererste Sahne. Es hat echt viel verzeiht, auch viele Fahrfehler, die ich gemacht habe. Aber es hat auch super, super viel Spaß mir gemacht und vom Sound her mit das beste Motorrad, das ich bis jetzt hatte. Ich hatte dann da drauf einen Akrapovic-Auspuff, den Underseat mit zwei Auslässen. Da gibt es auch noch Videos auf meinem Kanal. Das war einfach göttlich. Also was das rausgehauen hat, bombastisch, das Fahrverhalten und der Sound einfach dazu. Das ist das, was halt für mich Motorradfahren ausmacht. Man muss einfach Spaß dabei haben und ja, da gibt es halt viele verschiedene Motorradkonzepte. Ich habe für mich rausgefunden, ich bin der Zweizylinder-Typ und vorzugsweise ja, V2, L2 und irgendwie haben es mir wirklich die italienischen Motorräder angetan. Ja, nach der Shiver bin ich eine MT09 gefahren, der ersten Generation. Naked Bike wollte ich noch ausprobieren und ja, das war einfach eine ganz andere Fahrweise und auch die Steigerung der Power war immens im Gegensatz zu Shiver. Das war eine Wheelie-Maschine, sondersgleichen. Die ganze Zeit, ja, wenn du richtig voll durchgeladen hast, wollte sie aufs Hinterrad. Aber der Nachteil bei ihr war einfach das Fahrwerk. Das Fahrwerk habe ich erst dann gemerkt, was es bedeutet, ein gutes Fahrwerk zu haben. In den Kurven hat es angefangen zu wippen. Beim Anbremsen ist es doch sehr sehr gefühlt eingetaucht und Ergonomie. Ich habe da viel rumprobiert mit einer höheren Sitzbank, mit Gillison Risern hier dran und nach 6 Monaten habe ich gesagt, das ist nicht so das Wahre, nicht das Gelbe vom Ei und bin dann quasi auf den Trichter gekommen, Reiseduros zu probieren. Davor hatte ich überhaupt kein Augenmerk da drauf und mir war es relativ egal und ich habe mich nie auf einer Reise Enduro gesehen. Habe aber dann eine KTM, was war das? 1050 Probe gefahren und eine Suzuki V-Strom, meine ich, war das. Und dann habe ich halt zugunsten der KTM entschieden und die KTM hat mir auch ultra viel Spaß gebracht. 3 Jahre lang bin ich so gefahren, habe damit nochmal sehr, sehr viele Erfahrungen gesammelt, habe mich dann intensiv mit Motorradfahren auseinandergesetzt. Geguckt, was es für Techniken gibt, habe dann verschiedene Fahrsicherheitstrainings absolviert und ja, habe meine Fähigkeiten damit verbessert
Die KTM war wiederum das so ein bisschen Chevrolet-like. Sie hatte wirklich manuelles Fahrwerk, 1050er Motor, also ein 1000er, 95 PS und das war so eigentlich Leistung genug. Fahrwerk war super dafür, dass es nicht einstellbar war groß. Das Einzige, wo ich immer so ein bisschen mit gehadert habe, war die Bremsperformance. Also die war nicht schlecht, aber ich habe mal für eine Serviceinspektion die 1190 bekommen. Das war wie eine Offenbarung. Ne? Also einerseits die Power, die war für mich irre einfach, aber auch dann, wenn du hier reingeankert hast, das hat verzögert. Da sind mir quasi die Augen vorne rausgekullert. Also dann nach der 1050, nachdem ich mit ihr gefahren bin, habe auch mit ihr das Knieschleifen gelernt und hatte meine erste Lederkombi drauf. Also auch wieder echt tolle, viele Erfahrungen gemacht. Auch das erste Mal mit ihr in Italien gewesen, in den Dolomiten. Die ist mir wirklich ins Herz gefahren. Habe sie aber dann verkauft. Ja, weil ich dann quasi das erste Mal Kontakt mit einer R1200 GS hatte. Und zwar bin ich dann die Adventure mal Probe gefahren davon. Ich meine, das war ein 14er Modell. Hab mich dann aber für die normale GS entschieden. Und, lass mich nicht lügen, ein Jahr oder zwei bin ich mit ihr gefahren. Zweizylinder Boxer. Super viel Power untenrum. Fahrwerk an für sich gut. Also wirklich super, super gutes Motorrad. Und ich glaube, ein sehr, sehr guter Allrounder. Aber ich bin irgendwie mit der Ergonomie nicht zurechtgekommen. Also ich habe da auch viel rumprobiert mit tieferen Fußrasten, hoher Sitz. Aber es war nie so, dass ich sage, boah, wie so ein Schuh, der perfekt passt. Also es war ein guter Schuh, du hast damit lange aushalten können, aber am Ende fehlt dir das gewisse Extra, die Finesse. Ja, nach der GS, was habe ich dann geholt nach der GS? Ich glaube, nach der GS hatte ich dann die Moto Guzzi Stelvio, die ist mir irgendwie ins Herz gefahren, beziehungsweise Moto Guzzi ist mir ins Herz gefahren, als ich mit meinem Onkel in Italien unterwegs war. Er hatte eine California und ich muss euch nicht erzählen, oder Guzzi ist einfach eine Passion. Das ist, ich weiß nicht, das ist was elementar Besonderes für mich, was Motorradfahren anbelangt, genauso wie der Mythos irgendwie Ducati einfach, der immer da irgendwo versprüht wird. Und dann hat mein Onkel seine Guzzi angeschmissen und dann ist es um mich geschehen. Ne? Allein wie der Motor dann so beim Angehen sich bewegt hat, das ganze Motorrad, dann dieser tiefe, ja schon fast kraftvolle Sound, aber auch diese Gelassenheit dabei einfach. Und ich habe dann lange gesucht und habe dann die Guzzi in der Stelvio gefunden und bin dann mit ihr gefahren. Und da habe ich wieder gemerkt, zum Beispiel kein elektronisches Fahrwerk, alles manuell. Aber wenn das gute Ware ist, gut abgestimmt ist, dann funktioniert das einfach perfekt. Und dann, wie gesagt, auch mit dem Sozis hinten dran. Du musstest eigentlich nie irgendwie was großartig verstellen am Fahrwerk. Es hat immer funktioniert. Sie war, brauchen wir nicht sagen, sie war ein Eisenschwein, so kann man es, glaube ich, am besten nennen. Aber das war auch ein Motorrad, wo du dich draufgesetzt hast, den Rahmen angeguckt hast. Egal was, das war massiv, das war richtig, richtig massiv, als ob das für die Ewigkeit gebaut wäre, die Guzzi. Und wirklich, das war so das herausragende Motorrad, womit du... Das war immer was Besonderes. Ich habe in 3 Jahren, die ich gefahren bin, wirklich 2 Stelvios, glaube ich, überhaupt gesehen. Und das ist halt schon was ganz, ganz Besonderes. Und das Fahren war auch was ganz Besonderes. Der Motor, klar, sie hat nirgendwo diese Finesse gehabt oder so, aber wenn du mit ihr dann dich darauf eingelassen hast, gewusst hast, wie du mit ihr spielen musst,
dann hat sie dir wirklich auch ein Lächeln auf die Lippen gezaubert und du konntest mit ihr auch richtig gut anrauchen. Ja, nach der Guzzi habe ich dann quasi was Neues gesucht, beziehungsweise ich bin dann, als ich noch die Guzzi hatte, auf Mallorca, aus dem Nichts, einen Tag wollte ich eine Motorradtour machen und habe dann quasi eine Multistrada 950S gemietet, weil das war ein deutscher Vermieter da, der hatte viele BMWs, aber die waren alle gefühlt vermietet. Und dann habe ich gesagt, komm, was hast du denn zu viel hier? Probierst du halt mal eine Ducati. Das Gute, er hatte da auch die hohe Sitzbank für die da. Und dann habe ich es ausprobiert und ja, was soll ich sagen? Es kam wieder dieses italienische Flair, nicht das Perfekte zu sein, aber Emotion und Spaß am meisten rüberzubringen. Und ja, sie hat mich dann nicht mehr losgelassen. Also dann war ich dann an dem Punkt, wo ich gesagt habe, okay, ich habe jetzt gut sie gefahren, ich habe Lust auf was Neues. Und ja, dann hatte ich eigentlich eine Multistrada 950, es war für mich auserkoren, aber irgendwie auch habe ich dann eine Probefahrt mit einer 1250 GS gemacht und auch die hat es mir angetan, habe aber dann quasi eine 1200er GS Adventure gefunden, ne, das Adventure Bike davon, habe dann beide gefahren und irgendwie habe ich dann die Entscheidung für die Adventure getroffen und bin mit der gefahren und das war dann für mich so, yo, das ist ein sehr, sehr gutes Motorrad, was zu mir passt. Auf jeden Fall irgendwie deutlich besser als die normale GS dann dementsprechend. Und habe mit der auch viele, viele schöne Touren in der Eifel gemacht und habe mich wirklich sauwohl gefühlt auf dem Motorrad. Und ja, habe dann irgendwann gesagt, ich glaube, dann habe ich die 1250er gefahren und der Klang von dem Motor und die paar Neuerungen, ja, die haben irgendwie mir dann zugesagt und ich hatte wieder Lust auf was Neues. Und im Nachhinein, gefühlt glaube ich, war für mich die 1200er GS besser. Weil irgendwie hat mich die 1250er zwar vom Motor abgeholt und alles, aber dieses Quäntchen Sportlichkeit ist da nicht rübergekommen, weil irgendwie gefühlt die Elektronik das nicht zugelassen hat. Ja, bin dann die 1250 GS Adventure gefahren. Video habe ich dazu gemacht. Ich weiß noch nicht, ob das jetzt schon online ist oder noch kommt. Warum, wieso, weshalb ich mich davon getrennt habe, das will ich da erläutern, nicht in dem Video. Aber habe dann für mich gesagt, okay, weißt du was? Ich brauche mehr Thrill und will irgendwie diese Spur mehr Sportlichkeit. Und dann habe ich gesagt, okay, dann werde ich doch wieder gucken, ob ich eine Multistrada 950S hole. Habe aber dann die V2S nochmal Probe gefahren. Habe eine V2S, also sind super selten, was gebraucht anbelangt, gefunden. Das ist sie jetzt hier in Ducati Rot natürlich. Und das gab natürlich auch so ein bisschen den Ausschlag, als ich in Mugello war, auf der Rennstrecke bei der MotoGP mit den Italienern. Und da waren alle Motorräder vertreten, aber du hast gemerkt, dieser Ducati Spirit, das ist schon was, was anderes. Und auch, ich weiß es nicht, geht mal in einen Ducati Store rein und Ducati, die leben irgendwie diese Passion Motorradfahren. Also ich weiß es nicht, man fühlt sich da irgendwie, finde ich, als Motorradfahrer mehr abgeholt und die leben wirklich dafür, so vom Gefühl her. Und ja, deshalb, jetzt habe ich erzählt, was ich für Motorräder habe, aber was macht ein Motorrad für mich halt aus? Für mich macht ein Motorrad aus, einerseits muss die Sitzergonomie für mich passen, für mich als Großer. Hier habe ich den Vorteil, viel mit Sitzerhöhung und Sitzverstellung, dass man da immer was machen kann. Das ist immer, glaube ich, ein ganz guter Anhaltspunkt, wenn das ein Motorrad kann. Rasten würde ich nie so viel machen, weil aus meiner Erfahrung nach auch diese Tiefverlegungsrasten, die du hast, du kriegst dann den Schalthebel, Bremshebel nie hundertprozentig daran aufgepasst, weil die einen Ticken breiter bauen oder so, dann bist du ein bisschen quasi mit dem Fuß nach links weg und kriegst die dann nur so halb getroffen oder so. Also es geht, aber es ist nie so, dass du sagst, boah, das passt einfach. Fahrwerk ist für mich ultra, ultra, ultra wichtig. Also es muss einfach funktionieren. Ich habe auch eine MT10 Probe gefahren, die normale Version. Motor geisteskrank,
Power ohne Ende, für mich zu viel einfach. Und das war mir zu hart. Also ein Fahrwerk muss für mich hart, so hart es nötig ist und so weich wie möglich sein. Und da, dann hast du diese gute Welt aus beiden, und vor allem wenn es ein elektronisches ist, dann kannst du selber halt entscheiden in dem Moment, yo, ich fahre jetzt hier Touring-Modus, was softer, oder ich will jetzt wirklich mal hier es krachen lassen, geh dann auf Sport. Und hier ist es so wirklich, du hast bei der Multistrada so viele Einstellungen, die du machen kannst. Die hat halt ein Grundsetup, und du kannst dann nochmal ins Menü gehen und die nochmal deutlich härter machen, dass die wirklich bretthart ist und ungefiltert dir sagt, was gerade los ist, was ist. Du kannst voll rein ankern, und das gibt dir halt dieses Sicherheitsgefühl mehr. Super Bremsen, dann der Motor. Der Motor ist dann auch so eine zweite emotionale Sache, die natürlich sehr viel dann zum Fahren beiträgt. Er muss einerseits gut fahrbar sein, wobei ich sage, ja, diese dicken V2-Zylinder, wenn man sich darauf einlässt und ein bisschen dann damit spielt und sich anpasst, dann sind die auch ultra gut handelbar eigentlich. Und ja, es ist halt kein Geheimnis, dass die Italienerinnen schon mal so ein bisschen spezieller sind. Ja, ich will nicht sagen bockiger, aber halt, dass man da schon ein bisschen mit ihr spielen muss, um dann halt die perfekte Finesse hinzukriegen. Aber dafür belohnen die halt auch mit einem ultrasportlichen Charakter oben rum. Und das ist das Schöne, was ich meine. Sie hat halt natürlich untenrum nicht die Power wie eine GS oder was auch immer. Aber dann da, wo die GS so sagte, hey, jetzt ist mal gut, schalt mal den nächsten Gang, ich habe jetzt nicht so viel Bock darauf, da kommt hier noch gerade das Leben. Und das ist das halt, was ich mag. Ich möchte halt einen Motor haben, der quasi über seine Drehzahl mir Freude einfach spendet und ja, Lust gibt, ihn weiterzudrehen. Und da sage ich auch, für mich habe ich gemerkt, mir bringt das nichts, ein 180 PS Bike oder was auch immer zu fahren, weil dann lädst du im ersten, zweiten durch und dann bist du jenseits von Gut und Böse. Du kannst gar nicht diesen Motorklang und dieses Arbeiten unter Last genießen einfach, was der Motor dann macht. Das, ich weiß nicht, das ist vielleicht schwer zu beschreiben, aber vielleicht weiß der ein oder andere, was ich damit meine dann dementsprechend. Also wie gesagt, Federung, Motor, Sitzkomfort, Bremsen und hier die Multistrada ist wirklich so, dass ich wieder dieses Feeling hatte, wie auf der KTM eine Zeit lang. Du fährst in eine Kurve, du weißt ganz genau, du brauchst nicht mal groß drüber nachzudenken, einfach intuitiv, ja, sie fährt jetzt diese Linie, du kannst jederzeit nachkorrigieren, spielen und den Radius enger weitermachen, ohne dass sie sich beschwert, ohne dass du das Gefühl kriegst, uiuiuiui, das mag sie jetzt gar nicht. Und ja, deshalb, also wie gesagt, das ist das, was ich meine. Es gibt mit Sicherheit nicht das perfekte Motorrad, aber es gibt mit Sicherheit für jeden ein besseres Motorrad oder eins, was einem besser passt dann dementsprechend. So, ja, erzählt doch mal, wie eure Motorradgeschichte ist, eure Motorraderfahrung. Das ist vielleicht auch nicht außer Acht zu lassen, die Elektronik. Also das Motorrad muss für mich sehr, sehr, also Elektronik verteufel ich nicht. Ich finde das als Unterstützung, und sehen wir es mal so, die ganzen MotoGP-Fahrer, die haben auch jede mögliche Elektronik drin. Ja, es gibt die Leute, die sagen, nö, das ist alles Schnickschnack, brauche ich nicht. Motorradfahren, das muss ohne Elektronik funktionieren. Ich sehe das als zusätzliche Unterstützung, die dich schneller macht und die dich dann auch irgendwo, finde ich persönlich, präziser fahren lässt, wenn du es wirklich krachen lässt, weil du weißt, da ist was, was dir dann im Zweifel hilft, und du kannst dich mehr konzentrieren auf, ich sag mal, die Straße, die Umgebung, und dann quasi dein Fahren anzupassen. So empfinde ich das zumindest. Und da muss für mich einfach alles gut zusammenpassen. Das ABS, Kurven-ABS, die Traktionskontrolle, die darf halt nicht ultra früh auslösen, sondern sie soll dir Spaß beibringen.
Und deshalb sage ich ja, das muss dann auch perfekt noch dazu passen. Und dann halt hier, ne, möchte ich jetzt nicht mehr missen, die Kurven-ABS, eine Traktionskontrolle, die dynamisch funktioniert, ein Tempomat zum Beispiel, Ride-by-Wire finde ich eine klasse Sache, Up-and-Down-Shifter, das sind halt so Gimmicks und Sachen, die ich einfach sage, nee, das gehört für mich einfach zu einem, in Anführungsstrichen, modernen Motorrad dazu, ein elektronisches Fahrwerk, ebenso, dass es einfach super funktioniert und dass ich dann daraus quasi das Beste draus rausziehe.